Willkommen zurück zu Lost Horizon mit etwas mehr Plan dieses Mal. Ich bin alles nochmal in Ruhe durchgegangen und ich weiß nicht, ob es beim letzten Mal einfach nicht ging oder ob ich es übersehen habe oder einfach nicht ausprobiert habe. Auf jeden Fall kann man die Maßbandrolle hier mit dem Flaschenhals kombinieren. Mit der scharfkantigen Flaschenscherbe könnte ich das Maßband bestimmt zerschneiden und es dadurch quasi manipulieren. Klingt interessant. Und von der Manipulation bis zu meinem Wunschergebnis beim Weitsprung ist es dann sicher nicht mehr weit. So. Toll. Und jetzt? Selbst wenn ich es... Ich hab's doch eben... Kann ich jetzt... Ah, jetzt kann ich es auch kaputt... Jetzt kann ich auch... Ah, ja. Die Substanz im Eimer könnte ein geeignetes Mittel sein, um das zerschnittene Maßband wieder zusammenzukleben. Kann ich damit jetzt noch irgendwas anfangen? Ein Plan nimmt Gestalt an. Von dem einen Meter langen Stück schneide ich weitere 25 Zentimeter ab. Das ist exakt die Länge, die Glenn beim Weitsprung auf die Bestweite seines Verfolgers fehlt. Perfekt. Um die Manipulation des Maßbands abzuschließen, klebe ich das um 25 Zentimeter gekürzte Stück wieder an die Rolle. Oh, Gott sei Dank. So. Und das zweite, was entweder nicht funktioniert hat oder ich nicht gemacht habe oder ich übersehen habe, man kann die Blume mit der Lampe kombinieren. Die trockenen Blumen haben durch die Funken sofort Feuer gefangen. So, also nachdem die Folge letztes Mal ja gelinde gesagt wieder mal eine einzige Zeitverschwendung war, hoffe ich, dass es jetzt etwas effizienter weitergeht. So, dass das jetzt, das, wenn das als kleine Fackel bezeichnet wird, ist ja wohl klar, wo das Ding hin muss, nämlich in den entsprechenden Fackelhalter. Und damit können wir bestimmt die Kabel kaputt machen. Eigentlich hin. Aber zumindest im Moment ist das sicher keine so gute Idee. Na gut, dann noch nicht. Ich habe hier ein manipuliertes Maßband, dem 25 cm fehlen. Wenn Glenns Sprung damit gemessen wird, bekommt er diese 25 cm quasi geschenkt. Dazu muss ich dieses Maßband jetzt aber noch an die Weitsprunganlage schmuggeln. Verehrte Zuschauer, wir kommen nun zum großen Finale des Olympischen Zehnkampfs. In wenigen Augenblicken ist der Deutsche Erwin Huber an der Reihe. Ich bitte um Ruhe auf den Rängen, damit sich der Sportler auf seinen Sprung konzentrieren kann. Ein großartiger Versuch. Der Sprung ging doch mal richtig weit. Hat Erwin Huber vielleicht sogar seine bisherige Bestleistung übertroffen? 57. 7 Meter und 50 Zentimeter. 7 Meter und 50 Zentimeter. Sagenhaft! Erwin Huber stellt seine persönliche Bestleistung ein. Damit dürfte es jetzt für Glenn Parker sehr, sehr schwer werden, die Führung in der Gesamtwertung zu verteidigen. Parker begibt sich zur Anlaufbahn. In wenigen Minuten fällt dort unten an der Weitsprunganlage die Entscheidung über die Goldmedaille im Zehnkampf. Die Zeit wird langsam knapp. Ich muss schnellstmöglich dafür sorgen, dass Glenns Sprung mit dem manipulierten Maßband gemessen wird. Aber ich kann die Maßbänder nicht unbemerkt austauschen, solange die beiden Kampfrichter anwesend sind. So. Ich könnte die Maßbänder jetzt vertauschen. Aber was würden die beiden Kampfrichter wohl dazu sagen? Ich sollte hier draußen... So, aber jetzt. Jetzt können wir doch hier mal für Chaos sorgen und Anarchie verursachen. Gefällt mir. Das Feuer erhitzt das Kabelbündel so lange, bis es irgendwann durchschmort. Dann gehen draußen an der Weitsprunganlage die Lichter aus und der Wettkampf muss unterbrochen werden.
Das Beste daran, mir bleibt genug Zeit, um mich von hier zu verdrücken, damit auch wirklich niemand Fenton Paddock mit diesem Sabotageakt in Verbindung bringt. So, jetzt aber nichts wie weg hier. Berlin hält den Atem an. Die Entscheidung im Zehnkampf steht unmittelbar bevor. Glenn Parker macht sich auf der Anlaufbahn bereit zum alles entscheidenden Sprung. Ich möchte jetzt auch die Zuschauer auf den Rängen um etwas Ruhe bitten, damit... Einen Moment. Sieht so aus, als gäbe es an der Weitsprunganlage eine technische Störung. Test, Test. 1, 2, 3. Hören Sie mich? Was ist denn los? Ja, was soll schon los sein? Kompletter Stromausfall in diesem Stadionbereich. Wahrscheinlich wieder was mit den Kabeln. Ich überprüfe das mal. Kommen Sie mit. Vielleicht brauche ich Ihre Hilfe. Sollte sich da nicht ein Techniker drum kümmern? Diese Nachtwächter sind mir zu langsam. Der Wettkampf muss zügig fortgesetzt werden, damit er fair bleibt und das Ergebnis nicht verzerrt wird. Könnten Sie bitte so lange ein Auge auf die Unterlagen haben, während wir versuchen, den Defekt zu beheben? Aber selbstverständlich, lieber Kollege. Bei mir ist alles in besten Händen. Und damit werden wir Zeuge der ersten Sabotage Großbritanniens im Deutschen Reich. Und jetzt vertauschen wir das mal und ab die Fahrt. Der perfekte Zeitpunkt, das Originalmaßband gegen das manipulierte auszutauschen. Meine Damen und Herren, der technische Defekt wurde behoben. Die Kampfrichter kehren gerade an ihre Plätze zurück. Und es kann weitergehen. Hat sich Glenn Parker durch diese Unterbrechung womöglich aus dem Konzept bringen lassen? Ich sehe, dass er sich wieder auf seine Startposition begibt. Jeden Moment wird er zum alles entscheidenden Sprung ansetzen. Der Versuch war gültig, aber war er weit genug? Von hier oben hatte es nicht den Anschein, dass Glenn Parker an die Weite von Erwin Huber herankam. Was sagt die Weitenmessung? 7,35. 7 Meter und... 35 Zentimeter. 7 Meter und 35 Zentimeter. Damit bleibt er zwar knapp hinter der Weite von Erwin Huber zurück, aber es reicht am Ende für Glenn Parker aus Großbritannien. Der Vorsprung ist zwar verschwindend gering, aber wer fragt später noch danach? Die Goldmedaille geht an Glenn Parker. Erwin Huber muss sich mit Silber zufrieden geben. Und die Bronzemedaille erkämpft Lauri Askola aus Finnland. Damit ist dieser überaus spannende Zehnkampf beendet. Die Geschichtsschreibung möge mir vergeben. Dass ich den olympischen Gedanken verraten und einen Wettbewerb manipuliert habe, ist schlimm. Aber sicher nicht so schlimm wie das, was passiert, wenn das Geheimnis von Shambhala in die Hände der Nazis fällt. Unter diesem Gesichtspunkt war Glenns Sieg ein wichtiger Teilerfolg. Nun habe ich Zutritt zum Museum, in dem Gräfin von Hagen hielt das Drachenauge und die Karte des Pirirees aufbewahrt. Hoffentlich kann mir Glenn einen Smoking für den Empfang besorgen. Danke nochmal. Ohne deine Hilfe hätte ich es niemals hierher geschafft. Schon gut. Willst du wirklich nicht auf ein Gläschen mitkommen und den Sieg feiern? Leider drängt die Zeit. Ich muss die Gunst der Stunde nutzen und einen Weg in die untere Etage des Museums finden. Dann lass dich mal nicht länger aufhalten. Vielleicht sieht man sich ja mal beim Jahrestreffen in Sandhurst. Warum nicht? Wenn ich eine Einladung bekomme? Dann viel Glück bei deiner Suche nach Richard. War schön, dich mal wiederzusehen, Fenton. Danke, Glenn. Hat mich auch sehr gefreut. Alles Gute. Und da erfolgte der nächste Zeitsprung und Fenton hat sich endlich mal schick rausgeputzt.
Endlich sehen wir mal, der Typ kann auch in gescheiter Kleidung rumlaufen. Ja, Fenton, da steht er. Ja, doch, das ist okay, das ist okay. So, endlich ein neuer Raum, in dem wir uns umgucken können. Auf dem Gemälde ist ein Palast im Himalaya zu sehen. Und feinste klassische Musik als Untermalung. Ein Kloster im tibetischen Hochland. Soweit ich das beurteilen kann, handelt es sich dabei jedoch nicht um das Kloster im Kembalung-Tal. Naja, da es ein geheimes Kloster ist, glaube ich nicht, dass jemand davon Fotos gemacht hat. Jak an Berghang. Ein wirklich treffender Titel für das Bild. Och, Captain Mopfir ist dazu geschlagen. Eine Karte von Tibet. Ernst Schäfer hat sie während seiner Tibet-Expedition in Hand gezeichnet. Na, als Kartenzeichner noch echt Skill war. So, ein Schaukasten. Der Deckel des Schaukastens. Nanu, mein Inventar! Aber auch gut. Ich Böser. Kann nicht hin. Oh, die Absperrung hindert ihn daran. Unglaublich. Ich dachte, die hält nur wirklich totale Vollidioten davon ab. Auf dem Schild steht kein Durchgang. Ja. Das ist schon traurig, wenn es an solchen Hindernissen im Leben scheitert. Er kommt nicht hin. Ich komme nicht an den Schrank. Fenton. Es fällt mir noch kein Wort ein, um... Der weiße Schal? ...meinem Entsetzen Ausdruck zu verleihen. Fast hätte mich einer der Gäste beim Stehlen erwischt. Ich glaube, dem wäre das egal gewesen. Ja, was hast du jetzt da gemacht? Hier haben die Gäste ja... Den langen weißen Schal könnte ich gut brauchen. Gut, dann habe ich irgendwas vergessen. Moment. Moment. Nein. Ich dachte... Solche Veranstaltungen hasse ich wie die Pest. Von dem Arbeiter im Foyer habe ich erfahren, wenn ich sie noch hätte, würde ich glatt meine gute alte Ford darauf verwetten, dass die Gräfin das Drachenauge die Party jetzt schon verlassen? Kommt nicht in Frage. In diesem Schaukasten befinden sich Ausrüstungsgegenstände einer Expedition. Neben einer Kletterausrüstung sind auch eine kleine Filmkamera sowie Kleidungsstücke ausgestellt. Auf diesem Tisch stehen eine Flasche Champagner und ein Glas. Die Champagnerflasche wurde zwar schon geöffnet, aber viel getrunken hat man daraus nicht. Es ist immer noch reichlich sprudelnder Shampoos drin. Ich ahne schon wieder eine schlimme chemische Reaktion. Jemand hat den Korken der Champagnerflasche in das Glas geworfen. Ich nehme ihn mal raus. War ja so klar. Plakomusophilie zählt zwar nicht zu meinen Hobbys, aber ich mache das Drahtkörbchen am Korken der Champagnerflasche trotzdem mal ab. Und auch das war klar. Mit solchen Drahtgestellen werden Korken auf Champagnerflaschen fixiert. Der Korken einer Champagnerflasche. Ein leeres Kristallglas. Gut. Auf dem Schild. Ich nehme mal die komplette Absperrung mit. Aber eine Bowlingkugel, keine Bowlingkugel, aber eine Kugel vom Kugelstoßen, die kriegt er nicht mit, ne? Ja, ja. Zwischen zwei Messingpfosten ist eine rote Kordel Kann mir einer die Frage beantworten, wo er das Ding transportiert? Gut, nichts mit nichts kombinierbar, auch toll. Verschlossen. Das war knapp. Aha, da ist der Zwillingsbruder von Herrn Möchtefettgern. Lass mich raten, sobald ich den Wandschrank betätige, kommt auch noch der Drillingsbruder dazu. Gerade als ich mich den Türen hier... Zum Glück hat mich der Typ nicht... Ich kümmere mich besser erst dann um die Türen, wenn ich... Gerade zum... Ich... Okay. Solche Fahr... Von dem Ab... Wenn ich sie noch hätte... Kann man damit den Schaukasten vielleicht aufmachen?
An diesem Schaukasten sehe ich kein Schloss, das ich mit dem Draht der Agrafe öffnen könnte. Und dann bietet mir das Spiel trotzdem die Option und verarscht mich mal wieder auf übelste Weise. Das tut im Herzen weh. Ja, was gibt es denn hier sonst noch? Ach so. Sieht aus wie ein kleiner Wandschrank. Fenton, darauf hätte ich auch selbst kommen können. Gerade als ich mich den Türen hier... Zum Glück hat mich der Typ nicht weiter... Ich kümmere mich besser erst dann um die Tür. Dort drin findet der Empfang. Glenn ist jetzt einer von ihnen. Und so Gott will, wird niemand jemals erfahren, dass ich den Ausgang des Zehnkampfs etwas manipulieren musste. Na gut, dann schauen wir uns beim nächsten Mal weiter hier um, denke ich. Fenton, schau gefälligst in die Kamera. Perfekt. Bis zum nächsten Mal.